die dem die da dem Level des Stuff Defense entsprechen. Eine Bombe wird eine Area of Effect erstellen, die 3x3 groß ist und das Fünffache an Stuff Defense Schaden macht. Und eine Potion wird die Gruppe mit Hast, Rage, Unsichtbarkeit verzaubern und alle Elementarresistenzen um 5 erhöhen für 60 Sekunden. Naja, so nützlich ist der Zauber jetzt leider nicht. Feuer, gucken wir mal. Feuer. Dann geben wir mal 2 Punkte im Feuer. Obwohl, hätte ich in Eismagie was geben sollen? Ja, für Shardblast und für Cure Paralysis. Egal. Nächste Runde dann. So. Geronimo. Okay. Mit ein paar Schnecken komme ich klar. Du kannst Smite Undead, oder? Mhm. Okay, sie können verletzt werden, sie sterben nur allerdings nicht so schnell. Machen verdammt viel Schaden, muss ich sagen. Painted Arrow? Achso, so Schattenpfeile. Das Blöde ist, in diesem Dunstnebel sehe ich nicht so viel. Aber scheinbar können mir die Geister nicht so viel anhaben. Und ja, Smite Undead ist zwar nett, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich kann auch normale Blitze auf die Geister feuern. Weil scheinbar können sie doch nicht durch Wände durch. The Ancient Gaia Gateway. Hier ist jetzt direkt so ersichtlich nichts. Ach du Heilige, wo kommst du jetzt her? Ja. Solange ich dich ausmanövrieren kann, ist das mir völlig wurscht. So. Erdmagie. Was hätten wir dann als nächstes bei Erdmagie, was wir noch freischalten könnten? Deadly Vapors.
Cloud 5x5 Poison Damage. Hm. Whipping Rocks. Okay, 2 Punkte in Earth Magic gebe ich mal. Okay, wenn ich Fire Magic auch noch hätte, dann könnte ich was Böses damit machen. Ich habe noch nicht so viel Fire Magic. Hm. Air Magic. Hm, geht so. Stuff Defense. Nee, Light Dark Magic. Habe ich jetzt gerade nichts, was ich. Freischalten müsste. Deswegen wieder Air Magic. Da kann ich nicht durch. Hier kann ich auch nirgends durch. Und hier habe ich jetzt gerade nur den Rückweg aufgemacht. Okay. Oh, Secret Wall. Hm. Und sogar was zum Zerstören. Hm. Lebensraub. Spellcraft. Ist ein Warlock-Skill. Okay. Das andere ist ein Budding Earth, den wir bereits kennen. Das ist eine Münze. Das ist eine Waffe. Die kannst du natürlich nicht tragen, dann trägst du es. Hm. Sicherheitshalber mal einen Quicksave hier machen. Okay. Ja, da latsche ich doch lieber hier etwas rum. Oh, du bist einer von den bösen Ogern. Ein Bladed Gear. Tethered Cloak. Ein Skull auf jeden Fall, den kommt mal mit. Kannst du das noch tragen? Nein. Aber noch so ein Mystery Ore und eine Feuerbombe? Nee. So, jetzt bist du aber hoffnungslos überladen. Oh, und das können wir nicht kaputt machen. Das heißt, da ist Sackgasse.
Ja, ich habe gerade die Antennen von dem Vieh durchglitschen sehen, aber auch mehr auch nicht. Oh. Hi. Noch eine Kiste mit dem Steel Gear und Cure Poison. Nö. Außer ich könnte das Ding transportieren. Poison Transmutation nochmal. Nö. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt damit anfangen könnte. Also ja, ich hatte hier irgendwo den Knopf entdeckt. Da war der Knopf für diese Tür. Da war einfach nur dieses Secret hier. Und da ist wieder ein Wisp-Schiff drin. Ja. Hier sind wir hier in der Secret Chamber. Hier sind wir wieder draußen. Kann ich den was... Ja, den könnte ich theoretisch was ins Maul stopfen. Das war's nicht. Kann ich den alles Mögliche ins Maul? Nee. Nur Edelsteine. Nein, die auch nicht. Okay, auch nicht. Vielleicht zwei gleiche. Zwei blaue sind schon mal nicht. Sind es zwei rote? Mhm. Zwei grüne vielleicht. Nein. Ich werde es wahrscheinlich so... Mystery Ohr? Nö. Wo ist denn jetzt mein grüner Gem? Da ist mein grüner Gem. Gut. Da ist der Ausgang. Und alle anderen Orte können wir derzeit noch nicht betreten. Ich höre auf jeden Fall wieder Geister. So, die Frage ist jetzt die. Da ist eine ziemlich breite Runtersprungmöglichkeit. Ich
Könnte auch irgendwo da hinten runterspringen und gucken, wo ich da dann lande.